sozusagen auf den Kopf gedreht, dann noch in der Aktion selber die Orientierung nicht zu verlieren, ist außerordentlich schwierig. Insbesondere die Orientierung natürlich zum Atemloch. Das zweite, was passieren kann, ist, wenn der Sportler zu lange unter Wasser bleibt, dass er nicht mehr das Atemloch erreicht und ein sogenanntes Blackout erleidet. Das heißt, er wird ohnmächtig, weil er zu viel Kohlendioxid im Körper ansammelt, bevor er das Atemloch erreicht.